Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Fronius-Webinar zum Thema Sektorenkopplung. Sektorenkopplung ist ein sehr heißes Thema bei uns, weil es Ihnen hilft oder Ihren Kunden hilft, das Maximum aus der PV-Anlage herauszuholen. Also die PV-Anlage möglichst effizient nutzbar zu machen. Mein Name ist Maximilian Schett und ich habe heute die Ehre, Sie durch das Webinar führen zu dürfen. Für all diejenigen von euch, die schon öfter dabei waren, ihr kennt schon den Hausbrauch. Ich bin derjenige, der das Webinar führt und ich habe einen Kollegen an meiner Seite, der den Chat betreut. Das ist heute der David Sandic, mein Kollege. Und wie ihr dann vielleicht auch schon wisst, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt sie jederzeit stellen. Bitte nutzt einfach die Chat-Funktion und mein Kollege, der David, wird die Fragen so gut es geht beantworten. Nach dem Webinar werden wir dann eine kurze Q&A-Session machen. Das heißt, ich werde den David dann vor den Vorhang bitten und ihn fragen, die wichtigsten Dinge oder wenn es relevante Fragen gibt, die mit euch allen zu teilen. Worum wird es heute gehen? Also ich habe es schon eingangs erwähnt, es geht um das Thema Sektorenkopplung. Sektorenkopplung selbst ist schon ein sehr sperriger Begriff. Ich werde beginnen, den zu definieren. Was ist das überhaupt? Und in weiterer Folge der Frage nachzugehen, ja eben, warum brauchen wir Sektorenkopplung und warum ist es eine gute Idee? Und wie der Name schon sagt, verschiedene Sektoren sollen gekoppelt werden. Das wirft natürlich die Frage auf, ja, welche Sektoren? Und auch dieser Frage werde ich nachgehen. Und zu guter Letzt werden wir uns ansehen, welchen finanziellen Nutzen die Sektorenkopplung bringt für euch und natürlich auch für eure Kunden. Und das ist wahrscheinlich dann auch die zentrale und wichtigste Frage. Aber wie gesagt, lasst uns beginnen mit, was ist Sektorenkopplung überhaupt und warum ist es notwendig? Wie ihr wisst, wir leben in sehr herausfordernden Zeiten. Eine Krise geht nahtlos in die nächste übergefühlt. Und ich würde so beschreiben, in erster Linie sind es zwei Krisen, die uns im Moment beschäftigen. Das ist natürlich die ökologische Krise oder die ökologische Herausforderung, der Kampf gegen den Klimawandel. Ich habe dann nur zwei so Rahmenabkommen hinzugeschrieben, das Pariser Klimaschutzabkommen, das 55%-Ziel der Europäischen Union, also bis 2030 die Emissionen um 55% zu reduzieren, zeigt, dass diese zentralen Ziele europaweit in Angriff genommen werden. Und zweitens sind wir mit politischen Herausforderungen konfrontiert. Natürlich spreche ich da vom Krieg in der Ukraine und dem damit einhergehenden Wunsch vieler, dass man von fossiler Energie und auch von anderen Ländern gerne unabhängig werden würde. Und diese beiden Themen haben auch in steigenden Energiekosten resultiert. Und viele wünschen sich auch weniger Energie zu benötigen, um simpel Energie zu sparen. Ich habe ja neben die Entwicklung des österreichischen Strompreises in einem Diagramm und wie ihr sehen könnt, so ungefähr von 2005 bis 2022 ist dieser Preis ungefähr stabil gewesen. Und im letzten Jahr ist er dann explosionsartig angestiegen. Und wir befinden uns im Moment auf dem siebenfachen Niveau von 2022. Und diese drei Ziele, also diese etwas Gutes tun für die Umwelt, seine eigene Energie produzieren, unabhängig sein und dann noch die steigenden Energiekosten zu bekämpfen. Das sind auch die drei Hauptmotive von unseren Kunden, also von den Kunden, die PV-Anlagen installieren. Und für viele beginnt der PV-Anlagenbau mit der Installation von Modulen und der Versorgung des eigenen Haushalts, also dass man den Geschirrspüler bedienen kann und die Waschmaschine. Und viele kommen dann schnell darauf, dass sie nur, weil sie den Geschirrspüler unabhängig, also oder den Geschirrspüler mit eigener Energie versorgen können, noch lange nichts Relevantes für die Umwelt tun,
nicht unabhängig sind und auch die steigenden Energiekosten nur minimal eingedämmt werden. Und da kommen wir zu der Frage hin, mit der wir uns heute beschäftigen. Was könnte man tun, wenn man eine PV-Anlage besitzt, um möglichst effizient zu sein, um möglichst viele Verbraucher zu versorgen und im Endeffekt tatsächlich einen Unterschied zu machen? Und Sektorenkopplung beschreibt nichts anderes als die Einbeziehung anderer Verbrauchssektoren ins PV-System. Was meine ich mit anderen Verbrauchssektoren? Das ist zum Beispiel das E-Auto, das anstatt des klassischen Autos nicht Diesel verbrennt, sondern mit elektrischer Energie fährt, die von der PV-Anlage kommt. Oder auch den Wärmesektor. Es ist nicht die Gasheizung, die mein Wasser erwärmt, sondern der Strom, der von meinem Dach kommt. Und wenn ich alle diese Sektoren elektrisch versorgen kann und noch tatsächlich mit der PV-Anlage versorgen kann, tue ich tatsächlich etwas für die Umwelt. Ich bin tatsächlich unabhängig oder zu einem viel, viel stärkeren Grad. Und auch die steigenden Energiekosten berühren mich um ein Vielfaches weniger. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt an, welche Sektoren könnte man einbeziehen und was für Lösungen bietet Fronius in diesem Zusammenhang. Und ich würde das gerne an einem Beispiel tun. Stellt euch bitte vor, einen Familienhaushalt, die eine 10 Kilowatt Peak PV-Anlage auf ihrem Dach installiert haben. Ihr seht in Grau, seht ihr den PV-Ertrag, den diese Anlage liefert. Und ganz klassisch, sie beginnt zu produzieren in der Früh, die Sonne steigt hoch und mit ihr auch die Stromproduktion. 13, 14 Uhr ist der Gipfel und mit Sonnenuntergang stoppt wieder die Stromproduktion. Auch ganz klassisch der Verbrauch, der in Schwarz dargestellt ist. Es gibt drei Spitzen, einmal in der Früh, einmal zum Mittag und einmal am Abend. Und was uns sehr gut gefällt, ist die Ausbeute. Ihr seht, der Ertrag ist knapp 70 Kilowattstunden, das ist jede Menge. Und was uns aber nicht gefällt, ist, dass der größte Teil dieser grauen Fläche, dieses produzierten Stroms, ungenutzt bleibt. Und dieses Problem, das beschreibt hier oben die Eigenverbrauchsrate. Eine Eigenverbrauchsrate von 10% sagt nichts anderes aus, als dass die schwarze Fläche, der Verbrauch, nur 10% der grauen Fläche, der produzierten Energie ausmacht. Und unser Ziel wäre, möglichst diese schwarze Fläche, diesen Verbrauch, besonders an so sonnigen Tagen, möglichst groß werden zu lassen und damit die eigene Energie zu nutzen und nicht aus dem Netz Energie ziehen zu müssen und dafür zahlen zu müssen im Endeffekt. Und da gibt es jetzt einige Lösungen, die Fronius anbietet. Und die erste Lösung, die fassen wir unter dem Namen Fronius Lastmanagement zusammen. Und damit meinen wir, dass man einzelne große Lasten an den Wechselrichter anschließen kann. Und der Wechselrichter schaltet dann diese Lasten ein oder aus, je nachdem, ob PV-Energie verfügbar ist. Das zahlt sich natürlich auch nur aus bei Lasten, die entsprechend groß sind und entsprechend Strom verbrauchen. Was könnte das sein? Das könnte klassisch die Poolpumpe sein. Also die Poolpumpe, wie ihr seht, verbraucht 1 Kilowatt und so schalten wir diese Poolpumpe durch unseren Wechselrichter ein, untertags, wenn Strom da ist. Jetzt läuft die Poolpumpe von 11 bis 15 Uhr, verbraucht PV-Strom und nicht Strom aus dem Netz und unsere Eigenverbrauchsrate steigt. Zuvor waren es noch 11%. Und jetzt sind es schon 15%. Das Gleiche könnten wir noch mit anderen Verbrauchern tun. Anbieten würde sich auch eine Klimaanlage. Ähnliches Spiel. Wir sagen, die Klimaanlage läuft von 11 bis 17 Uhr und wird dann eingeschalten, wenn PV-Überschuss da ist. Und wieder steigt unsere Eigenverbrauchsrate, diesmal sogar schon auf insgesamt 30%. Also gut ein Drittel
der produzierten Energie wird auch tatsächlich verbraucht. Vor einiger Zeit hätte man gesagt, man könnte dieses Fronius Lastmanagement auch mit dem E-Auto tun. Das würde dann so aussehen, also man kommt mit dem E-Auto nach Hause, der Kunde schließt das E-Auto an, lädt es für in diesem Fall 3 Stunden bis 19 Uhr und verbraucht weiter produzierte Energie. Was uns sehr gut gefällt, ist der weiter steigende Eigenverbrauch. Wir sind bereits auf 58%, aber wir sind auch nicht ganz zufrieden. Und es gibt natürlich einen Grund, warum ich gesagt habe, wir hätten das früher so empfohlen, mittlerweile nicht mehr. Was gefällt uns nicht? Wir verbrauchen mit der Ladung für das Elektroauto relativ viel Energie aus dem Netz. So, wir haben noch immer jede Menge Überschuss übrig, aber brauchen trotzdem ein ganzes Stück Energie aus dem Netz, um unser Auto zu laden. Also schlussendlich wieder nicht effektiv. Was könnte man da tun? Man könnte wieder zu einem Fronius-Produkt greifen. Das fällt unter dem Namen Fronius Energieflussmanagement. Und das Gerät, von dem ich spreche, ist der Fronius Wattpilot. Der Wattpilot ist ein intelligentes Gerät, oder wir nennen es zumindest intelligent. Es gibt verschiedene Modi, aber ganz grob gesagt lädt es das Auto, wenn PV-Strom verfügbar ist, und stoppt das Laden, wenn kein PV-Strom mehr verfügbar ist. Und das Großartige ist am Wattpilot, ist, dass er genau erkennt, wie viel Überschuss da ist und nur den Überschuss ins Auto lädt, aber das Auto nicht über den Überschuss hinaus auflädt. Also in unserem Fall würde das nun so aussehen. Ihr seht, zuvor haben wir das Elektroauto mit Netzenergie geladen und jetzt schmiegt sich die Energiekurve des Autos eng an die Produktionskurve an. Natürlich ist sie kleiner als zuvor. Zuvor waren es noch 30 Kilowattstunden, die wir geladen haben. Jetzt sind es 20 Kilowattstunden. Es kann sein, dass diese 30 Kilowattstunden vollkommen genügen. Die 20 Kilowattstunden vollkommen genügen. Es kann aber auch sein, dass man 30 Kilowattstunden benötigt. 30 Kilowattstunden sind ungefähr 150 Kilometer, die man in sein Auto lädt. Grundsätzlich beim Auto gilt, wenn es langsam geladen wird, ist es besser für die Haltbarkeit der Batterie. Deswegen ist auch das hier zu empfehlen. Also weniger Leistung auf einmal, aber dafür über längere Zeit geladen. Und man soll es auch nicht immer voll laden. Ist auch gut für die Batterie. Wenn man jetzt tatsächlich die 30 Kilowattstunden benötigt, könnte man noch zu einem weiteren Gerät greifen. Man könnte sich eine Batterie anschaffen. Das tun wir in unserem Beispiel. Die Batterie, ein ähnlich intelligentes Gerät, das lädt, wenn Überschuss da ist und aufhört zu laden, wenn kein Überschuss da ist. Ihr seht hier zum Beispiel um 9 Uhr in der Früh diese Verbrauchsspitze, die wir gehabt haben. Und genau bei dieser Verbrauchsspitze stoppt die Batterie das Laden und setzt dann wieder fort, wenn Überschuss vorhanden ist. Erhöht weiter unsere Eigenverbrauchsrate. Wir sind schon auf 68%. Und wir könnten, wenn es notwendig ist, die Energie der Batterie am Abend in unser Auto laden. Und somit sind wir wieder bei den 30 Kilowattstunden, bei den 150 Kilometern Reichweite, die wir in unser Auto laden und haben weiter unseren Eigenverbrauch erhöht. Sind wir schon zufrieden? Eher nicht. 68% ist schon eine stattliche Eigenverbrauchsrate, aber es geht noch mehr. Es ist noch immer einiges an grauer Fläche übrig. Und das können wir weiter optimieren. Und da möchte ich euch noch ein Gerät vorstellen, den Fronius Ohmpiloten. Der Ohmpilot wird in erster Linie eingesetzt für die Wassererhitzung. Er kann aber auch für Fußbodenheizung verwendet werden, für Infrarotpaneele. Alle ohmschen Verbraucher können mit dem Ohmpiloten bedient werden. Es ist ebenfalls ein intelligentes Gerät, wie der Wattpilot, nimmt dann nur den Überschuss,
aber nicht mehr als das. Und Warmwasser ist ähnlich wie die Batterie ein hervorragender Energiespeicher, weil ich kann das Wasser erhitzen, einen großen Tank erhitzen und dann das Wasser dort warm halten und später erst benutzen. Also auch eine Form der Energiespeicherung. Und wieder, wie gesagt, der Umpilot erhitzt, wenn PV-Strom verfügbar ist. Er stoppt das Erhitzen, wenn kein PV-Strom mehr verfügbar ist. Und so könnte in unserem Beispiel im Best Case tatsächlich die ganze Kurve ausgefüllt sein und unsere Eigenverbrauchsrate nahe an 100% gelangen. In diesem Fall leistet der Umpilot 21 Kilowattstunden. Das ist die Energie, die man circa benötigt, um einen großen Boiler 300 Liter zu erhitzen. Natürlich bitte beachtet, es kann sein, dass die Kurven oder die Anteile variieren, dass man an einem Tag sein Auto mehr lädt und dafür weniger Warmwasser benötigt. Vielleicht die Batterie noch voll ist vom Vortag und auch die nicht geladen wird, dafür größerer Bedarf da ist an Warmwasser. Also die unterschiedlichen Areale, die können verschieden groß sein. Und natürlich sind diese 100% nur im Best Case erreichbar. Wird auch Tage geben, wo man weder Warmwasser benötigt, noch mit dem Auto gefahren ist. Und dann kann es natürlich entsprechend weniger sein. Aber wie gesagt, im Idealfall erreichen wir 100% Eigenverbrauchsrate. Und all das ist mit unseren Gen 24 Plus Wechselrichtern möglich. Die Gen 24 Plus Wechselrichter zeichnen sich dadurch aus, dass sie hybride Wechselrichter sind und batteriekompatibel sind. Das heißt, da kann man eine Batterie anschließen. Ohmpiloten, Wattpiloten, diese Geräte kann man auch an den Vorgänger, an den Snap-Inverter anschließen. Bitte beachtet auch, dass immer ein Fronius Smart Meter notwendig ist, damit der Wechselrichter im System die Geräte entsprechend koordinieren kann. Ja, und zu guter Letzt kommen wir zur vielleicht wichtigsten Frage: Warum eigentlich das Ganze? Welche Einsparungen sind für Sie, für unsere Kunden möglich, wenn man Sektorenkopplung bis ans Ende durchzieht? Und ich habe dazu eine kleine Rechnung aufgestellt mit Hilfe eines Fronius Tools. Der Fronius Solar Creator nennt sich der. Das ist ein Programm, das gratis im Internet verfügbar ist. Also jeder von euch kann das jederzeit benutzen. Und der Solar Creator hilft, eine PV-Anlage zu simulieren. Also man kann sein eigenes Haus sogar auf Google Maps suchen in diesem Programm und sehen, was passiert, wenn ich dort eine PV-Anlage installiere von dieser und jener Größe, mit diesen und jenen Geräten, welche Ersparnisse habe ich, wie viel Strom muss ich vom Netz beziehen, all das kann dieser Solar Creator. Also wer das Programm noch nicht kennt, es empfiehlt sich jedenfalls einen Blick darauf zu werfen. Und ich habe mit Hilfe dieses Programms eine Anlage durchsimuliert, die ungefähr der von meinem Beispiel entspricht. Also ein Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 5000 Kilowattstunden. Und ich nehme an, dass dieser Vier-Personen-Haushalt die volle Ausbaustufe verwirklicht hat, inklusive Speicher, inklusive Ladegerät fürs E-Auto, Warmwasseraufbereitung und auch eine Wärmepumpe zur Heizung des Hauses. Des Weiteren gehe ich davon aus, dass diese Anlage eine Leistung von 10 Kilowatt Peak bringt und gehe von Stromkosten von 40 Cent pro Kilowattstunde aus und einem Einspeisetarif von 15 Cent. Diese 40 Cent bzw. 15 Cent entspricht ungefähr dem derzeitigen Marktpreis. Und man muss noch einige andere Dinge eingeben. Ich werde jetzt nicht so genau darauf eingehen. Also man kann dann eingeben, wie viel Kilometer lege ich mit dem E-Auto im Jahr zurück und was ist der Warmwasserbedarf und so weiter und so fort. Ich habe da ein paar Annahmen getroffen und komme dann zu folgendem Ergebnis. Man bekommt dann so Grafiken ausgespuckt. Also diese Anlage mit 10 Kilowatt Peak Leistung hätte einen jährlichen Ertrag geliefert von 12.000 Kilowattstunden.
Man kann auch in diesem Solar Creator eingeben, wo die Anlage steht. In meinem Fall habe ich Wels gewählt. Wels ist ein bisschen ein Nebelloch und deshalb gibt es Orte in Österreich, wo das sogar noch effektiver läuft, die Anlage. Man bekommt einen Eigenverbrauch bzw. einen Autarkiegrad von ungefähr 70%. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass nur 30% der benötigten Energie für das gesamte Spektrum für Mobilität, Warmwasser, Heizung, Eigenverbrauch, nur 30% vom Netz importiert werden müssen und 70% von der eigenen PV-Anlage produziert wird. Und das führt zu Einsparungen von rund 2.400 Euro pro Jahr und Einspeiseerlöse von 600 Euro. Das heißt, gemeinsam spart sich dieser Haushalt rund 3.000 Euro pro Jahr. Und dann je nachdem, von welchen Anlagenkosten man ausgeht, ich habe da so mit 30.000 bis 40.000 Euro für alles gemeinsam gerechnet, kommen wir so über den Daumen auf, sagen wir 8 bis sagen wir 10 Jahre über den Daumen Anlagenrentabilität. Also in 10 Jahren ist die PV-Anlage bereits wieder herinnen. Und rechts davon seht ihr auch noch eine nette Grafik zur Warmwasseraufbereitung. Also 70% des Warmwasserbedarfs wird in diesem Fall von der PV-Anlage gedeckt und von April bis August ist 100% Versorgung möglich. März, September und Oktober zumindest noch über 50% und nur in den Wintermonaten benötigt man Energie vom Netz oder von außerhalb, um sein Warmwasser zu erhitzen. Wie gesagt, Wels ist ein Nebelloch, deshalb Dezember, Jänner. Es gibt auch Orte, speziell in höher gelegenen Gegenden in Österreich, die auch im Winter eine deutlich bessere Produktion liefern als hier im Beispiel. Und dann möchte ich euch noch dieses Diagramm zeigen. Auch das wird vom Solar Creator ausgespuckt. Man sieht hier in Gelb den Ertrag der PV-Anlage in Kilowattstunden, in Blau den Energieverbrauch, Violett das, was das Elektroauto braucht und in Orange die Energie, die für die Wasserhitzung benötigt wird. Das Gelbe ist ganz klassisch so eine Glockenkurve, also im Sommer natürlich viel und im Winter weniger Produktion. Energieverbrauch ist genau das Gegenteil. Durch die Warmwasser, also durch die Pumpe, Wärmepumpe, hat man auch diese klassische U-Form, also auch naheliegend, im Winter mehr, im Sommer braucht man weniger Energie. Interessant zu sehen ist, dass von März bis September mehr Energie produziert wird, als benötigt wird, insgesamt. Und nur in 5 Wintermonaten man Energie von außen braucht. Also wenn wir zu den Anfangsgedanken zurückkommen, dann ist man ein halbes Jahr, mindestens ein halbes Jahr, tatsächlich unabhängig. Und die Unabhängigkeit betrifft nicht nur den Hausverbrauch, sondern auch das Elektroauto, auch die Warmwasserhitzung, auch die Heizung fürs Haus. Also man kann hier tatsächlich von Unabhängigkeit sprechen. Ja, und so kommen wir schon zum Ende dieses Webinars. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich euch erzählt habe. Wir haben den Begriff Sektorenkopplung definiert. Sektorenkopplung heißt die möglichst große Einbeziehung verschiedenster Konsumsektoren, Verbrauchssektoren in die PV-Anlage. Warum macht man das? Um das etwas Gutes für die Umwelt zu tun, um unabhängig zu werden und natürlich um finanzielle Einsparungen zu erzielen. Von welchen Sektoren haben wir gesprochen? Das können große Verbraucher sein, Klimaanlage, Poolpumpe und dann E-Auto, Batterie, Warmwasser. Welche Einsparungen sind damit möglich? Über den Daumen gerechnet oder für unser Beispiel waren das 3.000 Euro an Einsparungen und Einspeiseerlösung pro Jahr. Und das ergibt eine ungefähre Amortisation der PV-Anlage von 10 Jahren.
Also eine beachtlich kurze Zeit mittlerweile. Wir kommen schon zum Ende des Webinars. Ich darf euch nochmal auf weitere Quellen hinweisen. Ihr findet auf unserer Homepage sehr viel, verschiedenste Produkte, Lösungen, auch die Anmeldemöglichkeit zu anderen Webinaren, Trainings. Ein Blick auf unsere Homepage lohnt sich jedenfalls. Für Troubleshooting, SolarSOS-App, eine gute Empfehlung. Falls euch dieses Webinar gefallen hat, ihr Lust an anderen weiteren habt, bitte sehr gerne. Ihr könnt euch, wie gesagt, dafür anmelden. Ihr findet ältere Webinare, also Aufzeichnungen und Trainings und How-To-Videos auch auf YouTube. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal und es empfiehlt sich jedenfalls den zu besuchen. Soweit, so gut. David, hörst du mich? Ja, Max, ich höre dich. Hallo David, hast du irgendwelche Fragen bekommen, die du gerne teilen würdest mit unserem Publikum? Stand jetzt, soweit, hast du alles wirklich sehr gut den Teilnehmern näher gebracht. Und ja, die Fragen, falls noch welche aufkommen sollten, bitte gerne in den Chat. Wir werden im Chat natürlich jetzt noch online bleiben. Wir werden die Kamera natürlich ausschalten. Falls noch irgendwelche Fragen offen sind, bitte einfach in den Chat fragen. Somit gebe ich wieder zurück zu dir, Max. Danke. Super, David. Besten Dank. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch zu bedanken fürs Zuhören und Zuschauen. Ich freue mich, wenn ich euch beim nächsten Webinar wieder begrüßen darf. Der David hat es angesprochen. Falls noch Fragen auftreten, dann bitte in die Chat-Funktion schreiben. Wir werden noch einige Minuten da bleiben. Ja, soweit, so gut. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.